So, auf jeden Fall back in Business, würde ich jetzt mal sagen. In Spar, oh, oh ja, es ist herrlich, das ist geil. Spar auf jeden Fall. Wie viele Runden sind es? Ich glaube, 3 oder 4, ne? Ich glaube, 2 wäre ein bisschen wenig. 5 Runden in Spar willst du mich versäckeln? Es geht ja 11 Minuten. Seit wann steht jetzt ein R8 hier neben mir? Was ist mit den letzten passiert? Wieso sind die so weit weg? Alter! Jawohl! Du bist doch ein Idiot, Mann! Gut, mein Fahrverhalten hat ja jetzt den Rest dazu beigetan, aber wieso fängt er mich da an zu drehen? Was ist los mit ihm? Was ist denn los mit ihm? Dann wird er erstmal hier geschnupft. Nach Eau Rouge. Alter! Meine Fräse. Wow, 100 ist fast schon ein bisschen knapp, an dem Schild zu bremsen. Ja, hier auch wieder richtig gut quer. So, hier den Berg runter. So, an dem Pack war ich ja schon mal dran. Wow, ich mach's dem GTR nach. Ich fahre da ein bisschen zu weit raus. Ja, aber der GTR, der ist auch schon stark. Der ist schon stark auf der Geraden. Aber hat da nicht die Eier am M3 vorbeizugehen, weißt du? So, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht am M3. So geht das an euch beiden. So. Ein weiterer R8 vor uns. Und davor fährt, ich glaube, wieder ein M3 GTS, oder? So. Na, das geht hier nicht. So geht das nicht. Aber so geht das. Der wird gut durch den M3 ausgebremst. Und wir schieben uns mal schnell an beiden vorbei. Alter, da sind die Gegner so, die KI ist so passiv. Das verstehe ich gar nicht. So, die sollte normalerweise voll gehen. Nein, geht sie nicht. Alles klar, merken für die nächste Runde. So, und ihr habt das jetzt gerade gesehen. Ich konnte wunderbar meine Richtung wechseln, während ich angebremst habe. Ja, das ging beim GTR nicht. Alter, die achten auch nicht drauf, dass da außen noch einer ist. Nee, da wird einfach einer beiseite geschoben. Hast die Auslaufzone, ne? So nach dem Motto. Die Jungs sind zu zweit durch Eau Rouge. Was ist denn jetzt los hier bei euch, Mann? Der Z4 geht ganz außer Rand und Band. So. Achten Gang haben wir nicht. So. Ich wollte gerade sagen, ja, der GTR ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, das ist doch noch gar nicht die Führungsgruppe, Mann. Was ist denn hier los? Ja, verabschiedet sich komplett. Starkes Ding. Alter, macht er mir die Tür hier hinten zu. So. So, das Führungstool oder das Führungs... Ja, das ist relativ weit vorne schon. Ist klar, sowas hält auf, wie gerade eben in Eau Rouge. Aber gut, der Windschatten hat es wahrscheinlich von der geraden Speed her wieder ein bisschen wettgemacht. Aber trotzdem, ganz ausgleichen kann man natürlich eine gute Fahrt durch Eau Rouge, schätze ich jetzt mal nicht, mit Windschatten. Alter, warum bremst der hier? Mensch, Bub. So, jetzt wird's. Ja, jetzt ist er schneller. Alles klar. Und zwar richtig, Mann. Oder was ist mit dem Kerl jetzt schief? So.
Jetzt kommt er hier zu weit raus. Wir haben mehr Speed. Ah, jetzt setzt er sich genau vor unsere Nase. Aber kommt mal gut. Ja, wie der hier abkürzt. Ist klar. Und das ist wirklich eine Traction Corner hier, dann den Berg hoch zu beschleunigen. So. So, können wir einen Ausbeschleunigen? Nee, können wir nicht. Der SLS ist stark. Der GT3. So, fahren wir das Manöver Rouge. Ich wollte es erst fahren, aber das wäre nicht gut gegangen. Ja, und jetzt kommt der GTR, wie der kommt. Aber ich habe auch den Windschatten vom SLS, also so ist jetzt nicht. Alter, wie der auf der Geraden abgeht, Mann. Aber ich habe dafür abartige Bremsen einfach. Naja, jetzt zieht er mich hier gleich wieder runter, den Berg. Ah, der war fair. Der war jetzt fair. Hat erst gedacht, oh, ich mache ihm die Tür zu. Hat dann gesehen, oh, da ist ja noch einer. Habe ihn dann leicht hinten berührt. Aber nicht, dass es ihn dreht oder so. Und dann hat er die Tür einfach aufgemacht. Habe ich gar kein Problem mit. So, wer ist denn da vorne so allein auf weiter Flur? Der hat bestimmt schon 4-5 Sekunden Rückstand oder Vorsprung auf den jetzigen Dritten. Also stark. Schulz und Motorsport wieder. Ist doch mein Double unterwegs, ha? Wow. So. Ja, da wollte ich jetzt nicht reinstechen. Das Böse in der Kurve. Wieder leicht übers Kiesk die Abkürzung genommen. So. Was ist mit ihm jetzt hier los, Mann? So, jetzt. Eher Speed. Schön noch nach innen gezogen. Ja, und dann weißt du, Alter, das ist so ein Idiot. Und dann zieht der mir wieder voll vor die Kiste, dass alles zu spät ist. Das ist abartig. Und jetzt bindet er mich natürlich wieder au Rouge runter. Klar. Ich überleg mir jetzt was anderes. So. Jetzt kommen wir nämlich hier mit High Speed. Außen. Hat geklappt. Taktik hat perfekt funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Hat ja wunderbar funktioniert. Auf Wunderbärchen und dann erstmal richtig quer. Aber erstmal richtig quer gestanden da oben. Alter, und jetzt sind wir wieder ein bisschen über am Limit. Am Limit und darüber hinaus. Aber ist ja, bis jetzt ist ja noch alles im grünen Bereich. Ich kann es nur nochmal betonen, solange die 1 da steht, ist das alles wunderbar. Und jetzt konnten wir uns auch schon wieder absetzen, ne? So, hier ist weite Auslaufzone. Ich wollte gerade sagen, 2 Sekunden sind das bestimmt schon. 2,5 waren es jetzt gerade. Aber der Vorsprung wird sich natürlich noch vergrößern. Das ist ja klar. Wunderbar die Kurve hier genommen. So, und dann hier hat er mich eben ein bisschen behindert, würde ich jetzt mal sagen. Boah.
Opfer. Um es jetzt mal freundlich auszudrücken, ne? Bisschen behindert. So, aber jetzt will ich mal sagen, haben wir mal die Chance, in der letzten Runde hier die Runde so zu fahren, wie wir sie wollen. Auch Eau Rouge zu fahren, so wie wir wollen. So, wunderbar. Wunderbar genommen. Wunderbärchen. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Endspeed wegen dem Windschatten eben. Aber was soll's. Oh ne, kommt eigentlich ungefähr aufs Gleiche hin, glaube ich. So, aber hier standen wir vorhin richtig gut quer. Das hatten wir jetzt nicht. So. Jetzt hier nochmal das letzte Mal die Ardennen-Achterbahn, wie sie auch so gern genannt wird. Euer Schumacher-Wohnzimmer, ich weiß gar nicht, der ist so oft hier gewonnen in Spa mit der Formel 1. Auch von um den ist es relativ ruhig geworden, gell? Schumacher, ich habe jetzt gar nichts mehr gehört, die Tage irgendwie. Das heißt, die Tage, ich glaube schon monatelang bestimmt nichts mehr gehört. Irgendwie, der macht jetzt Reha-Programm, habe ich letztens gelesen. Habe ich mir gedacht, okay, gut mal zu erfahren, dass der wach ist. Ich dachte nämlich schon, dass der irgendwie immer noch im Koma liegt oder so. Aber gut. Ach du Scheiße, viel zu weit. Aber ist auch richtig, dass da eigentlich die Öffentlichkeit nicht immer alles erfährt. Nur irgendwie, ich habe das voll verschwitzt, dass der schon wieder wach ist oder keine Ahnung. Irgendwie habe ich da dann anscheinend irgendwas verpasst. Irgendwas. Aber auf jeden Fall, was ich jetzt nicht verpasst habe. Erstmal, was ich verpasst habe, ist diese Kurve hier. Was ich nicht verpasst habe, ist, dass wir dieses Rennen relativ locker und souverän jetzt gewonnen haben. Und nochmal eine halbe Sekunde schneller als in der letzten Runde. Ja, ja, das war die Kurve nach, oder die Gerade nach Eau Rouge hoch, die wir da noch rausgeholt haben, 13,4 Sekunden. Ja, okay, das war jetzt schon sehr, sehr souverän, wie ich das jetzt runtergespult habe. Aber Spaß hat auch einfach eine Strecke, die mir liegt, die mir richtig gefällt. So, 85.000 Credits nochmal drauf, 4,85 Millionen Credits. Wenn es gut läuft, machen wir die Fünfe heute auch noch voll. Wenn es gut läuft. So, zum dritten Rennen. Ja, eigentlich sollten wir es locker schaffen. Nein, wenn wir jetzt nochmal, guck mal, uns fehlen jetzt 150.000 gerade mal. Und ich schätze, dass wir auch so um die 70 im Schnitt. Mal drei Rennen stehen wir schon bei 210, also aber stehen wir schon bei fast 5,1 meine ich. Was laber ich eigentlich? Bei 5,1 Mille dann wahrscheinlich schon am Ende. Ja, hier kriege ich 74 mit Anmeldebonus nochmal 10% drauf. Plus 7 sind auch 81.000 oder so. Also,